Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Software Deutschland. In diesem Video möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie mit einem OMSI-Tool Fehler von Maps finden. Und das ganz einfach. Dafür brauchen wir einfach nur ein Programm. Dafür gehen wir auf die Seite, die in der Videobeschreibung ist. Und dann, es gab zuerst nur eine Version für OMSI 1, aber jetzt ist es nur mit OMSI 2 kompatibel. Und dann gehen wir hier auf Download, Click Me. Und gehen dann auf Download File. Wir akzeptieren das und gehen zum Download. Und dann laden wir das Ganze herunter. So, dann starten wir das einmal. Kurzen Moment. Das Ganze müssen wir auch gar nicht installieren. Hier ist einmal noch eine Quick Guide. Die brauchen wir jetzt aber nicht. Wir gehen einfach auf Tool, MapTool.exe. Und gehen einmal hier auf die drei Punkte. Und wählen hier unsere Map aus, die wir testen möchten. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal Autobahn-Map. Dann durchsucht das Ganze. Oh, jetzt hat das sich bei mir aufgehangen. Wir hoffen, es geht gleich wieder. Ja, dann hat er jetzt hier Missing Splines 2, also er vermisst zwei Splines. Dann gehen wir jetzt hier oben auf Missing Splines und dann sehen wir das Ganze hier. Und dann können wir da im OMSI-Forum noch suchen oder bei Google. Wenn ich Ihnen weiterhelfen konnte, können Sie uns gerne abonnieren.